Wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Bantam-Gewichtskampf geht? Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Bantamweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a judo wrestler holding a professional record of 18 wins, 10 losses, and one no contest. He stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Hollywood, California, Madville, the Anvil Gamuria! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. Mixed martial artist holding a professional record of 24 wins, 2 losses, and 1 draw. He stands 5 feet 3 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Parkland, Washington, USA, Demetrius Mighty Mouse Johnson! And when the action begins, our referee in charge of the Octagon is Mario Yamasaki. Mario Yamasaki, er hat die Leitung in diesem Bantam-Gewichtskampf hier in Toronto, Ontario. Für diesen Kampf sind 3 Runden nach 5 Minuten angesetzt. Wow, starker Kick zum Kopf, gute Technik. Volltreffer! Der war knapp, starker Versuch mit dem Kick. Jetzt kommen beide wieder auf die Beine. Oh, oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Und eine Overhand zum Kopf. Guter Jab. Oh, stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Oh, was für eine Wüste-Schlägerei. Schöne Angriffsserie. Gute Gerade. Ja, das ist der Takedown. Da ist die Hafka. Und wieder kämpft er sich auf die Beine. Der Treffer zum Körper mit dem Kick. Der Kniestoß kommt an. Oh, ein Kick mit aller Gewalt, aber knapp daneben. Schön, da ist der Sidekick zum Körper. Ja, guter Block. Er blockt und kontert mit dem Jab. Einen Kick zum Kopf muss er besser vorbereiten. Und da ist der nächste Takedown. Demetrius Johnson ist selbst in dieser Position noch immer gefährlich. Ja, auch wenn er auf dem Rücken liegt, darf man seine Submissions niemals unterschätzen. Treffer jetzt zum Körper mit dem Kick. Oh, oh, bei der Linken hatte er Glück. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Schöne Gerade. Starker Tritt zum Körper. Er bringt die Gerade. Und damit ist die erste Runde beendet. Eine beeindruckende Runde, vor allem im Stand. Da haben wir die reizende Carly Baker.
Es geht weiter. Runde 2. Keine schlechte erste Runde, würde ich sagen. Oder siehst du das anders? Nein, das stimmt schon. Vor allem, weil sie auch erstmal in den Kampf reinkommen mussten. Schöner Roundhouse-Kick, aber daneben. Er sucht es mit dem Spinning-Heel-Kick. Was für ein Kopftreffer. Starker Roundhouse-Kick zum Körper. Beide wollen es jetzt wissen. Ja, ein Spinning-Heel-Kick. Ja, der Kick landet genau am Kopf. Ja, er geht wieder zum Kopf. Oh, eine heftige Linke. Oh, ein heftiger Superman-Punch. Oh, wenn der Kick getroffen hätte. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Sauberer Frontkick. Guter Roundhouse-Kick. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Und da geht er zu Boden. Starke Linke. Johnson geht zurück in die Full Guard. Ja, starker Kick. Klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Kopf. Wahnsinn, was für ein Headkick. Da, schöner Kick zum Kopf. Tolle Treffer. Der Jab hat gesessen. Ja, er trifft ihn. Die letzte Minute in Runde 2 ist angebrochen. Ah, der Kick zum Kopf landet im Nichts. Klasse Kopftreffer, da war der Spinning Heel Kick. Ah, schade, kein Treffer mit diesem Superman-Punch. Oh, 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 das Knie hat wehgetan. Oh, ein heftiger Headkick. Das ist das Ende der zweiten Runde. Über zu wenige Angriffe konnten wir uns in dieser Runde nicht beklagen. Ja, da haben wir die entzückende Ariane Celeste. Und jetzt sind wir in der letzten Runde. Er verpasst ihm eine Gerade zum Kopf. Und ein schöner Jab. Ah, schön abgefangen. Er trifft mit der rechten. Manny Gamborian hat hier alles ganz klar unter Kontrolle. Er gewinnt diesen Kampf und das weiß er. Er sieht nicht mal erschöpft aus. Nein, der Roundhouse-Kick kommt nicht an. Er weicht dem Schlag aus.
was für ein Kick zum Kopf. Oh, da war viel Wucht hinter dem Kick, aber er war zu ungenau. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Gamburian hat Schwierigkeiten mit dem rechten Auge. Es scheint zuzuschwellen. Wow, die Rechte hat gesessen. Oh, daneben. Ja, die linke passt. Gute Treffer. Schöner Schlag, aber daneben. Das Publikum feuert Demetrius Johnson hier. Ja, schön, wie er den Kick da abfängt. Demetrius Johnson muss jetzt die Entscheidung suchen. Ja, er muss volles Risiko gehen. Er braucht entweder einen Knockout oder einen technischen K.O., um hier noch zu gewinnen. Oh, der Superman-Punch kommt nicht durch. Toller Jack. Oh, schön abgeblockt. Noch 30 Sekunden. Toller Treffer. Starker Angriff zum Kopf, er ist benommen. Ja, Kick zum Kopf. Die letzten 10 Sekunden des Kampfes. Es gab keine vorzeitige Entscheidung, also liegt es jetzt bei den Kampfrichtern. Werfen wir einen Blick auf die Wiederholung. Die Kampfrichter haben sich also festgelegt. Da kommt Bruce Buffer mit der Entscheidung. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we'll go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges score this contest 30-27. Declaring the winner by unanimous decision, Manville, the Anvil Gamburian. Honey, the Anvil Gamburian holt sich hier den Sieg durch einstimmige Entscheidung.